Name ist Hartmut Semmler. Ich arbeite am Stadtarchiv Friedrichshafen, wo ich mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Luftkrieg über Friedrichshafen und damit auch Graf Zeppelin befasse. Wir stehen hier vor der Vitrine, die wichtige Objekte und Entwicklungen des Ersten Weltkriegs aufzeigt. Bereits seit Mitte der 1880er Jahre hatte Graf Zeppelin Überlegungen, Luftschiffe oder Ballons, die er kennengelernt hatte im 1870er Krieg, für einen späteren strategischen Luftkrieg einzusetzen. Damit befand er sich im Wettstreit mit den Franzosen, die längere Zeit da technisch überlegen waren. Und Graf Zeppelin schaffte es, Anfang des 20. Jahrhunderts die Militärs davon zu überzeugen, dass das eine bedeutende Waffe werden würde im Kampf um die Luftherrschaft. Die Seeherrschaft lag ja bei den Engländern und jetzt wollte man wenigstens in der Luft dominieren. Und ein Wendepunkt war das Jahr 1908. Ironischerweise ging da bei einer Probefahrt ein Luftschiff kaputt, das war die LZ-4, aber das entfachte eine nationale Begeisterung, denn das eigentliche Ziel, nämlich die Dauerfahrt, wurde erreicht, was die Militärs vorgegeben hatten, und damit war plötzlich der Weg frei für einen Großauftrag durch das Deutsche Reich. Und so wurden bereits jene Luftschiffe, die vor dem Ersten Weltkrieg gebaut wurden, dann auch im Krieg eingesetzt. Insgesamt wurden rund 100 Militärluftschiffe gebaut, davon 70 in Friedrichshafen. Und die Dauer, die Betriebsdauer dieser Fluggeräte betrug ein paar Monate, nur ganz wenige hielten ein paar Jahre durch, manche schon nach wenigen Tagen kaputt. Es war also als Kriegswaffe nicht wirklich tauglich. Dennoch setzte man anfangs ganz große Hoffnungen drauf. 1500 Einsätze während des Krieges wurden gefahren, davon rund 400 Bombardierungen. Wir sehen hier Zielpunkte, wo Angriffe waren. Ganz wichtig war dem Grafen die Bombardierung von England. Und da hatte er natürlich einen Zielkonflikt mit dem Kaiser Wilhelm, denn das war ja die Verwandtschaft des Kaisers. Und man wollte ja jetzt nicht unbedingt auf dem Buckingham Palace jetzt Bomben setzen lassen. Als aber dann die Briten bereits im November 1914 Friedrichshafen angriffen, kam ein Umdenken. Das war ein recht skurriler Angriff vom 21. November 1914. Hier hinten ist das Sonderblatt, missglückter Fliegerangriff auf die Zeppelinhalle. Worum ging es? Es war der erste Formationsangriff mit Fluggeräten schwerer als Luft in der Geschichte überhaupt. Und da sind die Briten heute noch stolz drauf. Das Ganze war eigentlich wenig spektakulär. Mit drei Doppeldeckern flog man von Belfort aus über den Schwarzwald hierher. Nur zwei Flugzeuge kamen an. Einer schaffte es, eine Bombe abzuwerfen auf dem Gelände, die nicht viel Schaden anrichtete. Einer traf Zivilisten und dabei gab es auch einen Toten. Die Luftabwehr war erstaunlich gut, muss man sagen. Die haben einen runtergeholt, ein Flugzeug, und dann dieses Muster hier auf den Eisenbahnwaggon verlagen und zur Untersuchung weitergebracht. Ansonsten war hier dann in Friedrichshafen nur noch 4-5 Mal leichte Schäden zu verzeichnen bei solchen Angriffen, was fatal war, denn man dachte dann im Zweiten Weltkrieg, das ist ja gar kein Problem, mit dem Bissele, da werden wir dann schon fertig werden. Umgekehrt jetzt war es so, dass die Schäden, die durch diese
Militärluftschiffe entstanden sind, vor allem im psychologischen Bereich lagen. Und es war so, dass der Name Friedrichshafen bis heute in der englischen, in der britischen Bevölkerung einen ganz schlechten Ruf hat, weil das war der Beginn der systematischen Bombardierung aus der Luft der Zivilbevölkerung. Das war, wenn man so will, eine Art Sündenfall. Und das war eines der ganz großen Ziele des Grafen im Ersten Weltkrieg. Diese Fluggeräte machten allenfalls bis 1915 Sinn, als die Fliegerei schwerer als Luft noch nicht so weit war, dass man sagen konnte, die sind jetzt unverwundbar da oben, weil die einfach so hoch fliegen. In dem Maße, wie die Fliegerei schwerer als Luft sich entwickelte, waren diese Geräte immer mehr den Angriffen ausgesetzt, und ab 1916 war es an und für sich sinnlos, dann auch mit Bombardements zu kommen. Das meiste waren dann auch Aufklärungsflüge. Friedrichshafen hatte zweifellos von der Rüstungsindustrie im Ersten Weltkrieg profitiert. Diese rund 70 Luftschiffe, die hier gebaut wurden, brachten dem Konzern und damit auch der Stadt zunächst ein bedeutendes Vermögen. Das wurde dann dadurch wieder verloren, dass man das wiederum in Kriegsanleihen anlegte. Aber dennoch ist es nach wie vor so, dass das Stadtbild Friedrichshafens maßgeblich durch den Bau jener Werke geprägt wurde bis heute. Und die Firmen, die damals Komponenten für die Luftschiffe gebaut hatten, bestanden nach dem Krieg weiter. Allerdings durch den Vertrag von Versailles war natürlich verboten, weiterhin Rüstung zu produzieren. Man behalf sich zunächst mal damit, Reparationsluftschiffe zu bauen. Das war erlaubt zunächst. Und erst ab Mitte der 1920er durfte man dann wieder in diesem Bereich tätig werden. Die einzelnen Firmen verlegten sich auf Friedensproduktion, zumindest offiziell. Maybach fertigte Motoren für Fahrzeuge, für Automobile und für Bahntriebwagen, die dann auch sehr berühmt wurden. ZF schaffte es, den Getriebebau so zu perfektionieren, dass davon einige zukunftsweisende Entwicklungen ausgingen. Und die Firma Dornier, die da auch drin war, die versuchte via Ausland die Flugzeugproduktion weiterhin zu bestreiten und unterhielt lediglich bei Friedrichshafen eine Konstruktionsabteilung. Es war so, dass in den 1920ern zwar alle diese Betriebe irgendwie weiterarbeiteten, aber keiner so recht Gewinn machte. Und es war dann so, dass man auch bereits Ende der 1920er im Geheimen sich mit Rüstungsprojekten befasste. Das galt im Prinzip für alle Firmen von ZF über Maybach bis Dornier. Und als dann die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten erfolgte, war dann praktisch in relativ kurzer Zeit hier das Auftragsbuch bei allen Firmen wieder satt gefüllt, bis auf LZ zunächst, und sehr stark profitierte dann Maybach, indem er jetzt nicht mehr teure Einzelanfertigungen produzierte, sondern Großserien für Panzer. Es war dann so, dass Maybach in der Tat das Monopol auf Panzermotoren bekam. Wir sehen hier die Panzerwiese am Gehrenberg, wo die Erprobungen stattfanden. Das war eine etwas zwiespältige Geschichte. Maybach konzentrierte sich auf Benzinmotoren, auch für den Panzerbau, was sich im Krieg dann nicht
gut bewertet. Da waren also die Russen mit ihren T-34 und ihren Dieselmotoren überlegen. Nichtsdestotrotz schafften die das, dieses Monopol bis fast zum Schluss zu behalten. ZF fertigte Getriebe für LKWs und Kettenfahrzeuge, stand in einer, Kooperations- und Konkurrenzbeziehung zu Maybach in dieser Hinsicht mit den Getrieben. Da gab es dann zum Teil auch Eigenentwicklungen von Maybach. Und es war so, dass man eigentlich nie hinterherkam mit dem Produzieren. Schon sehr früh gab es Auslagerungen, da eben die Gefahr von Luftangriffen bestand. Und ZF machte das relativ clever. Die hatten bereits 1943, 44 fünf Werke verteilt über Deutschland, wo sie dann eigentlich fast bis Kriegsende produzieren konnten. Als nach dem Unglück von Lakehurst im Mai 1937 Luftschiffbau praktisch nicht mehr möglich war, musste sich LZ mitten in der Rüstungseuphorie neue Geschäftsfelder suchen. Und was lag da näher, als auf den Leichtbau zu gehen und statt Gerippe für Luftschiffe nun eben Parabolspiegel zu bauen? Hier sehen wir einen Würzburg-Spiegel, der in der Luftschlacht um England noch eine große Rolle gespielt hat zugunsten der Deutschen, weil das nämlich eine sehr effektive Radaraufklärung sicherte. Neben solchen Geräten, es war ja auch so, dass da Behälter gebaut wurden, kam nun ein Geheimauftrag, nämlich Bau der Vergeltungswaffe V2, der Rakete V2, wo es Eckener nun schaffte, in dieses Programm mit aufgenommen zu werden. Es gab Besprechungen in Peenemünde Anfang der 1940er Jahre und es wurde vereinbart, dass LZ Teile des Rumpfes der Behälter baut in Friedrichshafen. Und das war nun ein Auftrag, ja, wo plötzlich wieder der Luftschiffbau voll im Geschäft war. Es wurde eigens ein Erprobungswerk in Raderach draußen errichtet zur Prüfung der Schubkraft der Triebwerke. Und das war ein so gigantisches Unternehmen, dass praktisch alle Handwerksbetriebe und Gewerbetreibenden der Umgebung hier mit eingespannt wurden, auch sehr viele Zwangsarbeiter hier mit zum Einsatz kamen. Und es wurde in diesem Zusammenhang auch ein KZ-Außenlager von Dachau auf dem Gelände von Raderach errichtet. Es war so, dass man damit ja nun für einen Luftkrieg jede Menge wichtiger Ziele hatte. Wir haben vorher gesehen, es waren Panzermotoren, es waren Getriebe, es waren Flugzeuge bei Dornier. Jetzt kommt noch dazu diese Wunderwaffe V2, von der keiner so recht wusste, was sie nun wirklich kann, aber man hat das Schlimmste befürchtet. Und damit war dieser kleine Ort am Bodensee natürlicherweise im Fokus. Es gibt die Sage oder das Gerücht, Friedrichshafen sei auf der Skala der zu bombardierenden Städte Deutschlands an Nummer 10 gewesen. Ob das so war, wissen wir nicht. Der berühmte Bomber Baedeker soll das festgehalten haben. Wichtig ist zu wissen, dass die Alliierten noch vom Ersten Weltkrieg her, wie wir gesehen hatten, natürlich einen starken Fokus auf Friedrichshafen hatten. Aber die hatten das Problem, dass Friedrichshafen sehr weit im Landesinneren lag. Und der Punkt war nun der, dass die Alliierten weit über Feindesland fliegen mussten. Frankreich war ja besetzt. Die Schweiz war neutral, da durfte man auch nicht, wie man wollte. Das heißt also, das war eine sehr logistisch
schwierige Angelegenheit und ist einer der Gründe, warum erst dann letztlich im Juni 1943 hier die Alliierten herkamen mit ersten Luftangriffen. Der Punkt war nun der, man wusste ja, dass Großstädte wie Hamburg, wie Berlin bereits zerstört waren, dass es da die verheerendsten Angriffe gegeben hatte. Man hat aber den Eindruck aus den Zeitungen und aus Zeitzeugenberichten, dass man die Gefahr hier nicht so wirklich ernst genommen hat. Was sich dann im Jahr drauf fürchterlich rächen sollte. Ich stehe hier vor Objekten des zivilen Luftschutzes, die, wie man hier sieht, nicht gebraucht sind, also den Krieg unversehrt überstanden haben. Man erkennt natürlich auch hieraus, wie primitiv und eigentlich unzureichend diese Ausrüstungen waren. Einfache Verbandssachen, Chloraminpuder, eine einfache Wasserspritze. Man dachte tatsächlich, wenn jeder Haushalt damit ausgerüstet ist und auch entsprechend geschult, können wir dieser Gefahr Herr werden. Bereits 1933, kurz nach der Machtergreifung, wurde die Zivilbevölkerung auf das Problem aufmerksam gemacht, in Erlassen, in Schulungen. Die Gesellschaft wurde gewissermaßen ganz um das Thema des Luftschutzes herum organisiert. Es gab Werkluftschutz, es gab Quartiersluftschutz. Das wurde also alles sehr engmaschig befohlen. Dennoch war natürlich die Lust in der Bevölkerung, da mitzumachen, nicht besonders ausgeprägt, zumal man immer noch der Meinung war, so schlimm wird es schon nicht werden. Parallel dazu wurde Friedrichshafen, was den militärischen Luftschutz angeht, zu einer Luftschutzstadt erster Ordnung, sogar gleichrangig wie Stuttgart behandelt. Das heißt, man errichtete rund um Friedrichshafen im Laufe der Jahre eine Art Flakfestung und hat dafür natürlich eine Kaserne gebraucht. Und im Jahr 1937 wurde auf dem Gelände Fallenbrunnen dieses Objekt dann im Hauruck-Verfahren erst genehmigt und dann errichtet. April 1937 wird Friedrichshafen wieder Garnisonsstadt, es wurde ganz groß gefeiert, eine Flakstammbatterie zog ein. Das waren damals noch Soldaten, die das betreuten. Und als dann eben der Krieg losging, hat man dann diese Soldaten relativ schnell an die Front abgezogen, mit der Folge, dass die Heimatverteidigung immer mehr Sache von Zivilisten wurde, bis hin zum jederzeit umstrittenen Einsatz sogenannter Luftwaffenhelfer, nämlich Oberschüler, die aus halb Baden-Württemberg und bis in Vorarlberg rein hierher zusammengezogen wurden. Insgesamt waren das über 2000 junge Menschen, junge Männer zwischen 16 und 18 Jahren. Der zivile Luftschutz, das sah also so aus, es wurden Verdunklungsübungen gemacht. Man übte, wie man dann Sand auf Brandbomben schüttet und all solche Dinge. Auch Schülerinnen und Schüler mussten dann Dienste leisten. Wir haben da Zeitzeugenberichte, etwa von der Pestalozzi-Schule, dass nach Luftangriffen die Schüler darauf mussten, auf den Dachboden und da entsprechende Löscharbeiten machen. Das heißt also, Rücksicht war da keine mehr. Und es war halt dann zu einer Zeit, wo man gemerkt hat, jetzt brennt es wirklich an allen Ecken. Und die Vorkehrungen des Regimes waren in jedem Fall unzureichend. Das betraf vor allem den zivilen Bunkerbau, den Stollenbau. Es gab nur ganz wenige
und auch nur oft mit Holz befestigte Unterstände, keine Tiefstollen zunächst einmal. Mit denen fingen wir eigentlich erst an zu bauen, nach dem 28.04.1944, als einer der schwersten Luftangriffe bereits stattgefunden hatte und als man bereits die Bevölkerung zu großen Teilen evakuiert hatte. Es war so, dass die Mittel, was jetzt Beton angeht, überhaupt was die Zuteilung von solchen Dingen angeht, dass das sehr stark zugunsten der Militärs lief. Ich hatte berichtet von dem gigantischen Erprobungswerk in Raderach, allein der Bau des Sauerstoffwerks dort. Das war eine so gigantische Betonhalle, dass man sich schon vorstellen kann, dass da natürlich für die Stadt, für die Zivilbevölkerung nicht mehr allzu viel übrig bleiben konnte. Und entsprechend lief es dann auch, dann als die Luftangriffe tatsächlich stattfanden. Zur militärischen Flugabwehr sei noch gesagt, dass die Alliierten dadurch, dass sehr viele 8,8 cm Kanonen, Flakkanonen hier aufgestellt waren, gezwungen waren, relativ hoch zu fliegen, was zur Folge hatte, dass die Treffergenauigkeit dann auch entsprechend nicht so groß war, die Streuwirkung größer. Und es gibt auch die Theorie, dass vermutlich sogar mehr Schäden dadurch entstanden sind, dass man die Luftabwehr betätigt hat, als wenn man das nicht gemacht hätte. Nichtsdestotrotz hat man doch relativ viele Flugzeuge abgeschossen. Und man schätzt, dass die Zahl der Toten von den Besatzungen, also die flogen, etwa die Hälfte der Opfer betrug, wie die es hier am Boden gab. Also wir gehen etwa von 900 bis 1000 Luftkriegsopfern hier insgesamt aus. Da sind dann aber alle drin, das sind dann auch die Flak-Soldaten drin, die in den Stellungen waren, umgekommen sind. Oder vor allem eben die Ausländerinnen und Ausländer, die als Zwangsarbeiter hier eingesetzt waren, wenn wir die alle rechnen. Und nehmen dann die Zahl der abgeschossenen Maschinen mit einer Besatzung von im Schnitt 8 bis 10 jungen Männern aus England. Dann muss man sagen, ist es etwa das Verhältnis 1:2. Wir wissen aus Zeitzeugenberichten, dass die Angst derjenigen, die in den Flugzeugen saßen, nicht viel geringer war wie derjenigen, die am Boden waren. Und merkwürdigerweise waren die Luftwaffenhelfer, die in den Stellungen waren, noch diejenigen, die nachher gesagt haben, also uns ging es eigentlich noch am besten. Also nach dem Motto, ja, wir konnten irgendwas machen, konnten uns vielleicht verteidigen. Das mag eine Schutzbehauptung gewesen sein, aber das hören wir, haben wir öfters gehört. Es gab 11 schwere Luftangriffe über Friedrichshafen. Von Mitte 1943 bis Februar 1945. Die schwersten davon am 28.04.1944, ein Nachtangriff der Briten, und am 20.07.1944 ein Tagangriff der Amerikaner. Da gab es eine Arbeitsteilung strategischer Art. Die Briten griffen nachts an, vorwiegend mit Lancaster-Bombern. Die Amerikaner tagsüber mit Liberator und fliegenden Festungen B-17. Nicht nur Friedrichshafen hat ja dieses Schicksal ereilt, sondern zahllose andere Städte in Deutschland. Und ich erinnere mich an eine Diskussion mit auswärtigen Experten, die mal gesagt haben, ja Leute, was habt ihr hier denn eigentlich? Ihr habt hier bei einer riesigen Bombenmenge, naja, knapp 1000 Tote in vergleichbaren Städten waren es 15.000 bis 20.000. Ihr habt natürlich zerstörte Fabriken, aber es war ja auch eine relativ kleine Stadt. Und dennoch wird hier eigentlich, ja, sagen wir mal, so ein Gewäß drum gemacht. Und dazu müssen wir jetzt Folgendes sagen. Natürlich sind Zentren wie das Ruhrgebiet, Rhein-Main oder Großraum Stuttgart sehr viel stärker in Mitleidenschaft gezogen werden, was die absolute Zahl an Schäden und Menschenopfern betrifft.
Wir müssen aber bedenken, dass Friedrichshafen in einem ansonsten völlig intakten ländlichen Umfeld situiert war und ist, wo also das nächste Ziel auf der einen Seite Freiburg und auf der anderen Seite Ulm gewesen ist. Das heißt also, die Bevölkerung hat das hier als eine Insel des Schreckens wahrgenommen und auch natürlich mit einer gewissen Schuldzuweisung, selber schuld, ihr habt hier ja die Rüstungsindustrie. Und das ist nun etwas, was die Friedrichshafener eigentlich ja, bis heute auch mit umtreibt. Also dieses Herausgehobensein aus dem Umfeld. Das hatten nun andere Städte eben, wenn das also Pforzheim war oder Stuttgart, in diesem Maße nicht. Dieser erste Angriff vom Juni 1943 richtete schon erhebliche Schäden an, allerdings noch nicht zentral die Industrie treffend. Und erst im Jahr 1944, im Frühjahr, waren die Alliierten dann in der Lage, geballt hier mit großen Bombergeschwadern herzufliegen. Los ging es im März und da war bereits klar, dass Verlagerungen erfolgen müssen. Dann war der zentrale Luftangriff vom 28.04., der neben den Evakuierungen dazu geführt hat, dass man in Überlingen, Goldbacher Stollen, eine riesige Anlage geplant hat, die von KZ-Häftlingen ins Werk gesetzt werden sollte und wo dann sehr viele Menschen sinnlos umgekommen sind. Diese Anlage, die man heute übrigens noch besichtigen kann und die sehr eindrucksvoll ist und den ganzen Größenwahn jener Epoche zeigt, diese Anlage ist nie in Betrieb genommen worden. Das war aber eben typisch für diese Zeit. Man brauchte natürlich händeringend Motoren und Getriebe und Flugzeuge. Zum Teil war es bereits gelungen, das auszulagern, aber im Großen und Ganzen eben nicht. Und so wurde etwa die V2-Teileproduktion nach Bad Saulgau verlegt. Es wurde sehr viel in den Vorarlberg verlegt und die ZF produzierte vor allem in den Waldwerken Passau weiterhin. Die Schäden hier in der Stadt gibt es Schätzungen, die weit auseinander liegen. Von total alles kaputt bis etwa 60%. Das Problem ist, dass eine Sprengbombe ja nicht nur einfach ein Haus kaputt macht, sondern die nächsten 10 bis 15 Häuser, die in der Flucht liegen, ebenfalls sehr schwer schädigt. Also Dachstuhl kaputt, Fenster kaputt, Wände verschoben und so weiter. Wenn wir das alles mit bedenken, müssen wir davon ausgehen, dass rund 2/3 aller Gebäude auf Friedrichshafener Stadtgebiet Kriegsschäden irgendwelcher Art davon getragen haben. Zentrum war natürlich die Altstadt, wobei man sagen muss, dass dieses ja, ganz kleine Terrain, diese 4 Hektar, von denen wir hier reden, praktisch genau in der Flucht dieser Industriebetriebe lagen, wo wir vorher ja gehört haben, dass die bereits im Ersten Weltkrieg gebaut worden sind, auch ihre Lage nicht verändert hatten. Und nun eben durch die Rüstungsindustrie wurden die ja noch einmal größer. Das heißt also, die Stadt wurde da quasi eingezwängt in diese Militärbetriebe. Und es ist völlig klar, wenn diese Betriebe kaputt sind, ist dann das auch kaputt, was drumherum ist. Ich hatte schon gesagt, die Streuwirkung durch die hohen Flüge, die da eben nötig waren, kam noch verschärfend dazu. Und gewisse Tarnmaßnahmen, wie zum Beispiel Rauchfässer, Nebelfässer, die vor allem natürlich den Effekt hatten, dass sie die Zivilbevölkerung schädigten, aber dennoch dann auch wiederum die Zielgenauigkeit natürlich behinderten, was auch wiederum zu vielen Fehlwürfen führte. Die Bilanz
des Krieges. Hinter mir ist eine Karte, die das zeigt, dieses Vorher-Nachher, wo man dann schon sieht, also die Alliierten haben ihr Ziel erreicht. Die hatten es erreicht, spätestens August 1944. Und der letzte Luftangriff im Februar 1945 war, wie so viele andere Luftangriffe der Alliierten aus jener Zeit, die noch viel dramatischer abliefen, eigentlich dann wirklich nur noch, um die Zivilbevölkerung einzuschüchtern. Es war auch so, dass es dann im Frühjahr 1945 vor allem Jagdbomberangriffe auf die Zivilbevölkerung gab. Das war so ganz allgemein ein Trend dann zum Kriegsende hin, hier in der Gegend besonders. Es gab unendlich viele Luftalarme. Wir haben da solche Hefte, wo das notiert worden ist, zum Teil stündlich, kein Tag ohne. Das heißt also, die Bevölkerung war also jetzt nicht nur traumatisiert, geschädigt durch die Schäden, sondern dieses schlichte Grundnervöse, jeden Moment kann das wieder losgehen, was ist mit den Kindern, wie geht es dem Mann, der dort vor Ort noch arbeiten muss. Also diese völlige Unsicherheit, die da war und die wirklich dazu geführt hat, dass auch als die Menschen nach dem Krieg dann wiederkamen, natürlich hier lange Zeit in der Zivilbevölkerung dieser Schrecken noch präsent war. Man sah ja dann auch lange Zeit noch diese Ruinen. Der Zweite Weltkrieg hat für Friedrichshafen wie für alle anderen deutschen Städte lange Schatten. Wir sehen noch heute im Stadtgebiet Spuren, Krater, Einschläge von Bomben. Noch heute können in manchen Waldstücken Bäume nicht gefällt werden, weil da noch Bombensplitter von früher drin sind. Das heißt also, praktisch vom Kriegsende bis zur Gegenwart ist es eine Aufgabe, mit den Relikten dieses Krieges hier fertig zu werden. Die Übergabe der Stadt erfolgte friedlich. Das war durchaus ein Risiko einerseits, andererseits lag es im Trend, wenn man sich anschaut, wie es in anderen Städten im Bodenseekreis gelaufen ist. Man wollte auf alle Fälle verhindern, dass es noch einen Häuserkampf gibt und dass noch mehr Schäden entstehen. Die Bevölkerung, sofern sie nicht evakuiert war, richtete sich provisorisch ein. Es gibt recht ergreifende Berichte, wie man sich in Kellern notdürftig Matratzen oder Bettzeug eingezogen hat. Man war zunächst mal nur froh, dass es keine Luftalarme mehr gab. Andererseits war man ja auch besetzt durch die Franzosen. Das heißt, alles, was an Wohnraum noch intakt war, ging zunächst einmal an die Besatzungsmacht. Und auch da musste man jeden Tag zuschauen. Natürlich jetzt, wie die Franzosen jetzt über die Geschicke der Deutschen bestimmten. Das bestimmte den Alltag ganz maßgeblich. Und so wurde es zunächst mal auch nicht mal erlaubt, dass ein maßgeblicher Wiederaufbau stattfand, sondern zunächst einmal war in der Tat Improvisation angesagt. Erst ab etwa 1947 kamen ernsthafte Ansätze des Schutt-Wegräumens. Es wurde am hinteren Hafen eine Enttrümmerungsanlage der Baufirma Rostan hochgezogen, die jetzt den Schutt aus der Altstadt, wir reden hier von einer Menge von über 300.000 Kubikmetern, dann Stein für Stein da durchgenudelt wurde und dann letztlich wieder für den Aufbau der Kernstadt verwendet wurde. Erst im Jahr 1948, praktisch mit der Währungsreform, war es möglich, hier Pläne für einen Wiederaufbau der Altstadt
anzuschauen, umzusetzen. Und erst im Jahr 1949 gingen wir da ernsthaft ans Werk. Das zeigt, dass doch einige Jahre hier an Durststrecke zu überstehen waren. Und es gibt einen Bericht des Bürgermeisters Grünbeck, der im Jahr 1949 dann hierher kam, dass man damit rechnen müsse, dass es die Aufgabe einer ganzen Generation sein würde, bis die Stadt Friedrichshafen wieder neu erstanden sei. Da rechnen wir also mit etwa 30 Jahren. Dass man dann bereits 7 Jahre später, im Jahr 1956, anlässlich der Einweihung des Rathauses verkünden konnte, der Wiederaufbau sei im Wesentlichen abgeschlossen, erschien vielen als ein Wunder. Und da kamen nun ein paar Dinge zusammen, die für die Stadt sprachen. Punkt 1, die extreme Demontagelinie der Franzosen wurde nicht durchgehalten. Vielmehr kam die Zeppelin-Stiftung, vorher eine Industriestiftung, nun als unselbstständige Stiftung zur Stadt. Damit waren aber auch die Betriebe frei, neu zu produzieren auf anderen Feldern. Es wurde also nicht alles demontiert. ZF konnte relativ bald wieder weitermachen. Maybach bereits ab 1948. Dornier verlagerte seine Wirksamkeit nach draußen. Und der Luftschiffbau ging auf Leichtbau- und Gießereiprodukte im zivilen Sektor. Das heißt, es ging hier industriell auch wieder weiter. Und plötzlich war das Problem genau das Umgekehrte. Man musste innerhalb sehr kurzer Zeit Wohnraum für sehr viele Menschen schaffen. Und was man hier geleistet hat, sah dann so aus, dass bis zum Jahr 1959 für insgesamt 25.000 Menschen Wohnraum geschaffen werden konnte. Friedrichshafen hat eine bewegte Geschichte. Es lebte seit jeher vom Handel, von der Bewegung, von der Fortbewegung und hat in den letzten über 100 Jahren in manchen Bereichen der Verkehrstechnologie Maßstäbe gesetzt und wurde dadurch berühmt, berüchtigt, reich, wohlhabend, auch wieder verarmt. Ja, das ganze menschliche Leben, die ganze menschliche Komödie oder Tragödie ist in der Geschichte dieser Stadt wiederzuerkennen. Und was wir hier gesehen haben, dieser Bereich, der hier im Zeppelin-Museum so schön repräsentiert ist, Rüstung, Krieg, Wiederaufbau, das ist etwas, was Friedrichshafen bis heute prägt, auch von der Mentalität im Guten wie im Schlechten.